grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Jugendstil. Wie jeden Monat mit dem Neuesten aus Kunst, Kultur und Politik. Und was wir diesmal für euch haben, seht ihr jetzt. Schnurrbahn, ein Streetart-Künstler im Scheinwerferlicht. Party machen und Gutes tun bei Heb deine Hand für Courage. Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, ob eure Generation wirklich so egoistisch und selbstsüchtig ist. Und bei Europa für Anfänger gucken wir, was eigentlich passiert, wenn ein Staat keinen Bock mehr auf die EU hat. Das wirklich Interessante an Street Art Kunst ist ja, dass wir oftmals gar nicht wissen, um wen es sich handelt und was da eigentlich dahinter steckt. Was aber, wenn das ganze Geheimnis gelüftet wird? Und wie ist es für den Street Art Künstler, wenn er plötzlich im Rampenlicht steht? Man muss schon ein sehr gutes Auge haben, um die kleinen, drahtigen Figuren in Magdeburg zu erkennen. Schnobens werden sie genannt. Und sie befinden sich an den verschiedensten Orten. Doch sobald Gordon Hanschmann einen neuen Schnoben aussetzt, wird dieser sofort entfernt. Das frustriert den jungen Künstler sehr. Schnobern funktioniert nur im städtischen Kontext. Und ich finde es eine falsche Art von Wertschätzung, wenn Leute vorbeikommen, um den abzuschrauben, um sich den vielleicht zu Hause hinzuhängen, anstatt zu den einfach dort lassen, wo er hingehört, damit sich mehrere Leute daran erfreuen können, statt nur ein paar. Gordon Hanschmann, Gewinner des Jugendkulturwettbewerbs 2012, ist Künstler mit Leib und Seele. Zu Hause hat er sich ein kleines Atelier eingerichtet, in dem er sich der Malerei und der Bastelei widmet. Über 100 sogenannter Schnurbens hat er schon erschaffen. Also Schnurrbern leitet sich erstmal ab aus einer Klamottenserie, die ich mal gemacht habe, aus Schnürsenkeln und Bandanas. Da kam so der Ursprung her von kreativen Ideen und Schnurrbern, es war ein Name, entdeckt. Und Schnurrbern an sich entwickelte sich eigentlich nur aus einer ganz, ganz anderen Idee. Ich habe versucht, eine menschenähnliche Gestalt herzustellen und wollte das erstmal in Miniaturform machen. Und dabei kamen diese Kreise zustande und ja, dieser einfache Körper. Die andere Idee war schnell verpufft im Kopf und der Schnurrbart war halt da, sozusagen, ja. Und dann ging es weiter in allen möglichen verschiedenen Formen, Variationen, Größen mit kleinen Anhängern oder anderen Schnurrbarts zusammen. Ja, irgendwie war es dann witzig, hat Spaß gemacht und man konnte sich ausleben. Sich durch Kunst ausdrücken zu können, ist, was Gordon möchte. Gelernt hat er das von seinen Eltern. Also ich habe früh mitbekommen, dass man sich durch Kunst ausleben kann. Meine Ma hat es mir vorgemacht, saß morgens sonntags am Frühstückstisch zum Beispiel mit 3 Leinwänden und hat da Farbe drauf gekleckst. Ja. Das fand ich immer toll. Ja, irgendwann habe ich das natürlich auch versucht, mich an Stencils oder Graffiti rumprobiert und ja, da auch irgendwie versucht, meinen Weg zu finden. Was mir vielleicht aber auch nie wirklich glückte. Da gibt es einfach sehr, sehr gute Leute, wo ich mich vielleicht auch dran gemessen habe, wieso auch immer. Ja, hatte da nicht das Verständnis von Form und Farbe. Ich konnte die Buchstaben nicht tanzen lassen. Irgendwann habe ich dann aber trotzdem was gefunden, meinen Schnurrbart, dass ich mich halt auch auslassen konnte. Gerade nach einem schweren Todesfall in meiner Familie, wo ich ja, Wochen nicht schlafen konnte und einfach auch spurlos, ziellos in der Stadt rumgeirrt bin, war das natürlich das Schönste, da was gefunden zu haben, wo man sich auslassen konnte, ohne was laut sagen zu müssen und wo andere Leute halt auch ihre Emotionen reininterpretieren konnten. Das war das Schöne. Sie sitzen auf Toilette, schlagen Purzelbäume oder balancieren auf dem Seil. Hinter jeder Figur steckt eine Aussage. Die Kunst ist nur, diese zu erkennen und auch wahrzunehmen. Gordon selbst hätte nie damit gerechnet, dass er durch seine Schnurbens nun in aller Munde ist. Gut findet er das aber eigentlich nicht. Also verrückt ist es alle Male. Gerechnet hätte ich damit niemals. Also als ich da anfangs ein paar kleine Schnürms rausgebracht habe, hätte ich ja niemals gedacht, dass ich da auf einmal in allen Medien stehe und da halt auch so ein Hype drum gemacht wird. Also bin da eher peinlich berührt als alles andere. Das ist verrückt. Wenn Gordon eine neue Figur in die weite Welt setzt, ist das oft nicht ganz ungefährlich. Sie soll da ja möglichst nicht wieder entfernt werden.
Schnorbern ist ein Teil von mir. Er spiegelt meinen Alltag wider, egal in welcher Situation ich mich dort auch befinde. Und er transportiert es nach außen, ohne dass ich es laut aussprechen muss. Schön ist, im städtischen Kontext kann ich damit halt auch andere Leute aus dem Alltag entreißen, ohne ihnen unmittelbar meine Emotionen aufzudrücken. Sie können sich dort ganz eigene rein interpretieren. Gordon hat eine Alternative zu Graffiti und Co. gefunden. Hauptvorteil: es ist legal und zieht keine Sachbeschädigung mit sich. Nachteil ist aber, dass es sehr schnell wieder entfernt werden kann. Also, falls ihr mal einen Schnurrbann entdeckt, bitte nicht mitnehmen. Tanzen, Party machen und Gutes dabei tun, das geht ganz einfach. Beim Benefizkonzert Heb deine Hand für Courage. Da wird auf das übliche Spenden-Gala-Brimborium verzichtet. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hinzugehen. Bereits zum 6. Mal organisierten junge, ehrenamtliche Helfer das Benefizkonzert in Magdeburg. Heb deine Hand für Courage. Im Projekt 7 ging es deshalb musikalisch heiß her. Die lokalen Bands verzichteten auf ihre Gage, um eine höchstmögliche Spendensumme zu erreichen. Von Rock über Hip-Hop bis hin zu Indie war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Nicht ohne Grund, schließlich soll der Courage-Gedanke möglichst viele Leute erreichen. Ja, der Sinn ist natürlich, wie eigentlich in jedem Jahr, wir machen es ja seit 6 Jahren, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es viele gute Projekte gibt, unter anderem ja unsere Spendenempfänger, die wir jedes Jahr so haben. Und dass man einfach zeigen möchte, dass junge Leute auch was auf die Beine stellen können. Und das wiederum soll auch andere animieren, einfach Gutes zu tun und zu helfen, egal wo, auf der Straße, in irgendwelchen Vereinen, je nachdem, wie man Lust hat. Ja, wir machen immer eine große Sammlung, also sprich, jeder kann Vorschläge einreichen und dann stimmen wir demokratisch drüber ab und der Spendenempfänger oder der Verein, die Organisation mit den meisten Stimmen, bekommt dann im Endeffekt unseren Erlös des Abends. Ziel des musikalischen Abends ist es, auf fehlende Zivilcourage in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Deshalb sollen die Gäste neben der Musik auch mit gemeinnützigen Organisationen in Kontakt treten können. An Ständen konnten die Konzertbesucher sich über die AIDS-Hilfe, die Landesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt und den diesjährigen Spendenempfänger informieren. Ja, 1990 haben wir diesen Förderkreis krebskranke Kinder mit betroffenen Familien, also die ein krebskrankes Kind haben, gegründet. Und er hat 3 wesentliche Aufgaben. Die erste war der Bau eines Elternhauses, damit Eltern, die nicht in Magdeburg sind, auch während der schweren Zeit der Behandlung ihres Kindes das Kind betreuen können. Und zweitens, wir haben soziale Hilfs- und Betreuungsprojekte, wo wir also die kinderonkologische Station, dann die Familien selber, die durch die Krankheit ihres Kindes manchmal in Not geraten, finanziell auch unterstützen. Und drittens die Forschung in der Kinderonkologie, die wir auch hier in Magdeburg begünstigen bzw. unterstützen. Nicht nur auf Missstände in der Gesellschaft wird verwiesen, sondern auch, dass man in jungen Jahren mit viel Leidenschaft und Eigeninitiative einiges bewegen und vielleicht sogar verändern kann. Armin Bethke alias Vitamin B, der das Benefizkonzert moderierte und eigene Songs auf der Bühne performte, findet den Rahmen der Veranstaltung passend. Man muss halt immer überlegen, es ist eine Benefizveranstaltung, das heißt, wir müssen auch dem Themen und diesem Begriff Courage mit einem gewissen Respekt entgegentreten. Und das ist für mich auch immer eine Herausforderung, die ich halt gerne annehme, einen Abend lang auf der Bühne eben zu stehen und zu einem breit gefächerten Publikum von Jung und Alt zu reden, die aus allen möglichen Genres kommen und zu versuchen, die eben alle zu erreichen und erstmal zu interessieren und dass die dann sich vielleicht wirklich diese Infostände anschauen und ja, einfach ihre Sache hier mitnehmen, neben der Musik eben. Ich denke, die gehen auf jeden Fall hauptsächlich wegen der Bands her, aber sind natürlich motiviert dadurch, dass sie wissen, dass sie einen Beitrag leisten zu einem sozialen Projekt oder zu einem Engagement zeigen an einer Stelle, wo es passt, wo es notwendig ist. Eigentlich müsste es dann sogar noch mehr davon geben, weil logischerweise kann man nicht jeden hiermit erreichen. Es gibt noch anderes Publikum, andere Szenen vielleicht, die man ansprechen kann. Und das ist eben auch etwas, der Erfolg der Veranstaltung wird ja am Ende, wenn er sich dann einstellt und in der Öffentlichkeit dann eben auch so präsent ist,
auch zeigen, dass es Leute gibt, die sich fürs Thema interessieren und dann vielleicht auch die Öffentlichkeit dazu bringen, mehr solche Veranstaltungen zu unterstützen. Weil das ist das, wo es meiner Meinung nach gerade in Magdeburg eben noch mangelt. Fraglich bleibt allerdings, ob die Besucher die Intention des Konzertes überhaupt mitnehmen oder nur wegen der Musik da sind. In jedem Fall konnten auch in diesem Jahr wieder viele Menschen über die Musik erreicht werden. Sie zeigten somit Gesicht für mehr soziales Engagement im Alltag. Auch in Zukunft will die Konzertreihe weiter ein Zeichen setzen. Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß. Und von daher denke ich, dass wir positiv rangehen können und auch im nächsten Jahr wieder zu Heb deine Hand für Courage aufrufen werden. Die Jugend von heute ist oberflächlich, egoistisch und selbstsüchtig. Ziemlich harte Worte, das fanden auch Jugendliche aus verschiedenen europäischen Ländern. Deswegen haben sie sich zusammengetan zu einem großen Projekt, um zu zeigen, dass das nicht stimmt. Well, it's a good project to get like children of different countries like talking to each other. About responsibility according to the past and what's happened. And think about the present and the future, how we can be responsible. Dann sieht man auch, was andere machen und vielleicht noch Anregungen für eigene Projekte. Das Comenius-Projekt. Finanziert durch die EU soll der Schüleraustausch vor allem relevante Themen wie Rassismus und Diskriminierung näher bringen. 5 Tage sind dafür vorgesehen, die die Schüler Tag und Nacht zusammen verbringen. Wir sind auf dem Weg nach Berlin und wollen mit den Teilnehmern des Projektes, also den Schülern von unserer Schule im Domgymnasium und den Engländern, Franzosen und Holländern, uns um den Aspekt der Geschichte kümmern. Dann werden wir morgen entsprechend auch die Vergangenheit angucken und am Dienstag mehr Gegenwart und Zukunft zum Thema haben. Reichstagsbesichtigung, Holocaust-Denkmal, Stadtbummel. Der Terminplan ist randvoll. Und zwar mit Informationen und Eindrücken, die den Schülern die deutsche Vergangenheit näher bringen sollen. Für uns ist ein friedliches Deutschland und sogar Europa heute selbstverständlich. Das war nicht immer so. Wir müssen immer wieder zeigen, es gab Zeiten, wo es grausam war in Deutschland, wo Menschen verfolgt wurden, umgebracht wurden, nur weil sie eine andere Religion hatten, nur weil sie eine andere Rasse hatten. Und das war eine schreckliche Zeit. Um das nicht zu vergessen, gibt es in ganz Magdeburg die Stolpersteine. Sie sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Wir sind hier hinterm Rathaus in Magdeburg. Hier ist der erste Stolperstein gelegt worden für einen Bürger von Magdeburg, der deportiert und ermordet wurde. Das ist der ehemalige Bürgermeister Herbert Goldschmidt. 1933 ging es nur noch darum, dass er Jude war. Er wurde, so wie sein Oberbürgermeisterkollege Ernst Reuter, aus dem Amt gejagt, wurde wie er eben als Sozialdemokrat aus dem Amt gejagt, aber anders als als Reuter war er ja Jude und wurde eben entsprechend deportiert, ermordet. Es galt also nichts mehr, was er für die Stadt getan hatte. Und ich denke, es ist Grund genug, dass man an diesen Mann erinnert und an das, was mit ihm passierte, dass nichts mehr galt, was er alles Gutes getan hatte, sondern nur noch das Etikett, dass er Jude war. Und sowas darf nicht vergessen werden. Wie aber Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit im Alltag bekämpfen? Dazu haben die Schüler diskutiert und in Workshops Ideen entwickelt. Und zwar wurden wir in Gruppen eingeteilt und machen jetzt jeder zu einem unterschiedlichen Thema, was mit Rassismus und Diskriminierung zu tun hat, machen wir jetzt halt Plakate. Unser Thema ist Diskriminierung gegenüber körperlich behinderten Leuten. Und also wir haben jetzt auch schon ein paar Ideen. Wir wollten was machen mit blinden Leuten, Leuten, die im Rollstuhl sitzen. Und dann zeigen wir halt noch Leute, die nicht fair gegenüber den Leuten, die eine Behinderung haben, sind und blöde Sprüche machen oder so. Und dann schreiben wir darunter also halt unsere Meinung, dass wir das nicht gut finden und was man dagegen tun kann.
Dass Themen wie Rassismus und Diskriminierung auch heute noch aktuell sind, sollte jedem klar sein. Ob die Schüler allerdings deswegen am Projekt teilnehmen oder einfach nur um neue Leute kennenzulernen, ist fraglich. Die große Familie Europa ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Onkel und Schwager hauen das Geld nur so aus dem Fenster raus. Die geizigen Tanten versuchen genau das zusammenzuhalten und drehen jeden Cent einzeln um. Und auf die Kleinen hört sowieso niemand. Kein Wunder, dass so mancher davon träumt, das alles hinter sich zu lassen. Ob das allerdings so verlockend ist, das versuchen wir heute mal in Europa für Anfänger zu klären. Hallo alle zusammen. Heute geht es darum, ob man aus der EU wieder austreten kann oder nicht. Ja, das kann man. Dies wurde 2009 durch den Lissabonner Vertrag erstmals geregelt. Somit kann jederzeit ein Staat seine Absicht erklären, aus der Union auszusteigen. Dies wird durch ein Abkommen zwischen der EU und dem betreffenden Staat geregelt. Nun gibt es viele Staaten, in denen sich die Bevölkerung stark gegen den Verbleib in der EU ausspricht. In manchen Ländern tun dies sogar Politiker, die sich um einen EU-Austritt bemühen. In Großbritannien ist David Cameron einer dieser Politiker. Also raus aus der EU, weg mit den EU-Gesetzen und dem Mitgliedsbeitrag, um eine starke, unabhängige Nation zu werden. Die Briten überweisen jedes Jahr 7,4 Milliarden Euro nach Brüssel. Das sind 12,5% des EU-Haushaltes. Diese Summe müsste dann auf die anderen EU-Mitglieder verteilt werden. Deutschland müsste wahrscheinlich den Löwenanteil dieser Summe stemmen. Großbritannien allerdings würde nicht nur den Mitgliedsbeitrag sparen, sondern noch viel mehr. 150 Milliarden Euro kostet sie der Verbleib in der EU. Aber wodurch entsteht diese Summe? Erstens, es entstehen Kosten, wenn die britischen Unternehmen EU-Regeln einhalten. Zweitens, es entstehen Kosten wegen der Sozialabgaben an britische Arbeitslose. Diese kommen gegen die Billiglohnkräfte aus Osteuropa zu kurz. Schauen wir uns mal die Handelssituation an. Großbritannien ist Deutschlands viertgrößter Exportmarkt. Deutsche Unternehmen exportieren Waren im Wert von 651 Milliarden Euro dorthin. Der Import aus dem Königreich beträgt dagegen nur 450 Milliarden Euro. Die Briten sind also ein wichtiger Exportpartner. Deswegen würden sie auch nach ihrem Austritt den Binnenmarkt nutzen können. Allerdings nur mit Hilfe von bestimmten Handelsabkommen. Und da liegt der springende Punkt. Am Beispiel von Norwegen lässt sich dies gut darstellen. Norwegen ist zwar kein EU-Mitglied, hat dennoch uneingeschränkten Zugriff auf den Binnenmarkt. Doch dafür zahlen sie einen hohen Preis. Die Norweger sind verpflichtet, die Arbeits- und Sozialgesetzgebung der Brüsseler Kommission zu übernehmen. Somit sind sie in wichtigen Bereichen der Innenpolitik fremdbestimmt. Das jedoch ist die größte Angst Großbritanniens. Der Verlust der nationalstaatlichen Souveränität und eine Fremdbestimmung von außen. Vor allem, wenn es um die City of London geht. Dieser Bezirk im Herzen Londons gehört zu den wichtigsten Finanzzentren der Welt. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, kann die City of London sich nicht dem europäischen Kapital gegenüber verschließen. Und dort setzt die Fremdbestimmung ein. Neue EU-Finanzmarktregeln könnten zwar von britischer Seite nicht beeinflusst werden, würden die City aber dennoch betreffen. Außerdem kommt noch hinzu, dass England als Tor für Investments aus den USA und dem Nahen Osten gilt. Firmen aus diesen Gebieten haben sich in Großbritannien niedergelassen, weil sie der Meinung waren, dass hier der Ort für den besten Zugang zum europäischen Markt sei. Diese Meinung würde schnell verschwinden, wenn Großbritannien aus der EU austreten würde. Alles in allem kann man sagen, dass der Austritt aus der EU mehr als unvorteilhaft für Großbritannien werden würde und sich der ein oder andere Politiker nochmal die Anti-EU-Politik durch den Kopf gehen lassen sollte. Mehr Europa gibt es natürlich auf unserer Homepage jugendstil-magazin.de, aber nicht nur das, sondern ihr findet dort auch die komplette Sendung nochmal zum Nachschauen, sowie alle Beiträge dieser und der vergangenen Ausgaben, zudem die Infos, wie ihr bei uns mitmachen könnt, und ihr könnt auch Freunde von Jugendstil werden, einfach auf unserer Facebook-Seite. Die neue Ausgabe gibt es dann in 30 Tagen, ihr seid hoffentlich wieder dabei, bis dahin, tschüss.